freut mich, dass ich heute da rumstehe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich da rumstehe, aber vielleicht ist es mal Zeit, dass die Partei einen echten Bayern kriegt als Vorsitzenden. Und ich glaube, ich war dafür bereit. Ich möchte jetzt noch keine Wahnsinnsrede halten und möchte nicht 100 Sachen versprechen, die ich vielleicht nicht halten kann, weil was ich allein tue, das bringt uns nicht weiter. Wir alle miteinander müssen wir es tun. Und wir alle miteinander müssen wir wieder auf die Straße gehen, wir alle miteinander müssen wir wieder für unser Land kämpfen. Und wie wir davor gesehen haben, Corinna hat es angesprochen, das war ein sehr geteiltes Wahlergebnis. Und das sagt man ja, wir haben Volkspartei. Und zwar von liberal-konservativ bis national-konservativ. Aber die Seiten müssen wir wieder zusammenführen und müssen wir wieder gemeinsam marschieren und müssen wir wieder gemeinsam unsere Ziele erreichen, weil nur so verändert man das schon, meine Damen und Herren. Vielleicht käme da oder andere noch nicht. Ich bin Stefan Brotschka, bin 43 Jahre jung, seit 18 Jahren verheiratet, seit 24 Jahren mit einer und derselben Frau zusammen. Ich weiß schon, das ist nicht gendergerecht, aber ich bin Vater von zwei Kindern. In der Partei bin ich aber auch Gründungsbezirksvorsitzender von Niederbayern und bin es heute noch. Wenn Niederbayern einer nicht hätte, sind die, wo immer die guten Wahlergebnisse holen. Aber warum? Wir holen die guten Wahlergebnisse nicht, weil wir nicht streiten. Jo, wir streiten auch. Wir haben uns auch manchmal gendern. Aber wir streiten nie vor der Öffentlichkeit, meine Damen und Herren. Und das ist jetzt wichtig. Wir müssen in Gottes Namen wieder lernen, demokratisch zu streiten und sobald wir für die Türe rausgehen, ein Lächeln aufzusetzen für den verdammten öffentlichen rechtlichen Rundfunk, der uns sowieso nicht war, meine Damen und Herren. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich aus dem Landesverband Bayern sowas wie Niederbayern mache, weil es zu groß ist, weil es zu unterschiedlich ist. Was ich versprechen kann, wenn ihr mir eure Stimme gebt, ich werde das Beste in meiner Macht Stehende tun, um aus Bayern aus der bayerischen AfD eine führende Kraft zu machen, denn wo Bayern ist, meine Damen und Herren, da ist vorne. Und das müssen wir lernen und wir greifen schön an, wo es nur geht, meine Damen und Herren. Und Söder anzugreifen, glaube ich, geht mit einem vernünftigen Bayern, das geht mit einem echten Bayern. Gebt dem Bayern die Stimme und bevor die Fragen danach kommen, ja, sollt ihr mich wählen, werde ich nicht mehr für den Bundesvorstand kandidieren und werde auch nicht mehr, da ich noch bin, Bezirksvorsitzender Niederbayern, kann ich nicht mehr zum Bezirksvorsitzenden kandidieren, wenn es mir im Herzen leid tut, weil ich der Gründungsbezirksvorsitzende bin und bin es immer noch, also kann die Arbeit nicht so schlecht gewesen sein, die ich gemacht habe. Also bitte schön, unterstützt mich, unterstützt uns alle, weil nur gemeinsam schaffen wir es. Ich werde das Wort einig nicht verwenden, aber nur wenn wir uns einig sind, nach außen hin, dann holen wir unser Land zurück, meine Damen und Herren. Lasst uns gemeinsam kämpfen. Lasst uns gemeinsam streiten. Wir holen unser Bayern zurück, meine Damen und Herren. Danke schön. Vielen Dank. Und wer sich noch für eine Frage bewerben will, kommt bitte nach vorne. Aber Gott sei Dank, die Rede kann nicht voll ausgesetzt, deswegen warten wir noch kurz. Aber ich glaube, es haben auch schon so viele Wähler eingeworfen. Also ich sehe niemanden. Dann schließt er jetzt die Bewerbung und kommt zur Auslosung der Fragesteller.